So, herzlich willkommen zurück zu ja, irgendeinem Mindset-Let's Play. Wir sind gerade immer noch dabei. Ups, das war falsch. Das da. Wir sind gerade immer noch dabei, irgendwas zu machen, was auch immer. Und während wir dieses irgendwas machen, sind wir derzeit spezifisch gerade dabei. Wo sind wir eigentlich gerade dabei? Achso, genau, wir wollten die Treppe umlegen. Die Treppe hier, die wollten wir ein bisschen um kuddelimuddeln. Wir können es doch gar. Wir können. Wait a minute. Das würde das von. Ne, gut, da müssen wir hier noch ein bisschen Erde auffüllen. Aber was wir machen könnten. Oh, jetzt habe ich die Idee des Jahrhunderts. Wir schmeißen die ganze Scheiße hier komplett weg, ja. Das kommt einfach alles einmal Ablage 4. Und wir machen die Treppe komplett anders. Und ich meine damit komplett anders. Da muss die ganze Scheiße hier natürlich komplett raus. Danke dafür. Der ganze schöne Cleanstone. Das war dann ja hier alles für die Katz. So, kommt alles weg. Der kann bleiben. Wobei, die kann er nicht. Das müssen wir raus. Lalalala. Hoch mit dir, 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 hoch mit dir. So, hier brauchen wir einen normalen Sand. Wobei, hier wollen wir, doch brauchen wir Sand. Achso. Sand. Sand, du Armleuchter. Du Reichleuchter. Da müssen wir hier. Danke. So viel. Ja, sieht gut aus. Machen wir hier noch vielleicht einmal hin. Perfekt. Und zwar muss man uns überlegen, wenn wir hier die Treppe beginnen. Treppe, Treppe. Wenn wir hier die Treppe beginnen, machen wir da so. Dann so. Dann so. Dann kommt hier einmal der cleane Stone. Und dann kommt. Ja, es passt doch perfekt. So. Ach, ist mein Test, ich spreng dich um. Eines Tages wirst du sterben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwo eine Mod gehabt. Da hat man, wenn man eine Clean Stone Treppe abgebaut hat, bekommt man ja normalerweise auch eine Clean Stone Treppe ins Inventar bei meinem Test. Aber es ist ja so, dass man, wenn man einen normalen Clean Stone abbaut, bekommt man einen Cobblestone. Und da hatte ich, glaube ich, mal eine Mod auf meinem Server gehabt. Die hat so ganz nebenbei dafür gesorgt, dass wenn man Clean Stone Treppen oder Slabs oder sowas abbaut, man dann auch Cobblestone bekommt. Kann sogar sein, dass das auf dem Creative Server so ist. Da müsste ich mal nachgucken. Glaube ja. Und das finde ich halt an sich schon relativ, ne, ist zwar fürs Bauen blöd, weil dann kann man die Dinge direkt wieder verwerfen und muss man einschmelzen, damit man dann wieder Cleanstone hat, um daraus dann wieder eine Cleanstone-Treppe zu machen. Aber so rein technisch gesehen, ne, wenn man schon sagt, aus Cleanstone wird Cobblestone beim Abbauen, dann muss man auch so konsequent sein und das auch durchziehen. Das heißt, auch bei anderen Sachen so machen. Von daher finde ich das dann wiederum tatsächlich gar nicht mal so abwegig. Ich glaube, das mache ich komplett aus Cleanstone. Oder? Die Sache ist ja, man sieht das hier sowieso von außen. Scheiße. Das heißt, ich kann. Ach gut, wenn ich den jetzt hier abbaue. Ja, den würde man sehen. Das heißt, ich muss hier nochmal einmal Erde drumherum machen. So. Und so. Und so und so. So. Jetzt sieht man es nicht mehr. Perfekt. Jetzt kann ich hier machen, was ich möchte. Muss nur gucken, ob man auch auf der Seite noch irgendwas sieht. Nö, hier ist auch alles zu. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich hier machen, was ich möchte. Die Frage ist, machen wir jetzt hier noch Cleanstone rein?
Oder machen wir hier auch schon die Dinger hier, diese, ne? Ich würde mal sagen, hier machen wir auf jeden Fall die Dinger rein, so, weil das hier quasi noch mit zur Wand gehört. Und hier hinten machen wir Clean Stone. So. Ungefähr. Doch, das sieht doch geil aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Easy peasy, lemon squeezy. So. Also können wir das dann ganze Ding wieder zu klatschen. Bleib bei mir, nein. Dankeschön. So. Dann ragt nämlich die Treppe nicht so weit in den Wohnbereich rein. Danke dafür. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier kommen wir lang. Das heißt, ich würde die Treppe gerne da so hin machen. Ja, perfekt. Oh, diesmal passt die Treppe auch perfekt hier ins Gedings rein. Das ist ja schön. Okay, dafür passt sie hier nicht. Ach, mein Test. Aber egal. Er sieht so schon ordentlich genug aus. Hat man hier wenigstens gleich eine optische Trennung. Achtung, hier Stufe. Bitte nicht reinfallen. Elternhaften für ihre Kinder. So, jetzt haben wir hier unten haben wir es cleaner, weil wir dann nur eine kleine Treppe haben, die da reingeht. Und wir haben gleichzeitig hier die Treppe wesentlich weiter in die Ecke, sodass wir hier nicht den ganzen Wohnraum damit direkt verklatschen. Das ist doch geil. Oder nicht? Sehr schön. Finde ich korrekt. Finde ich sehr korrekt. Jo. Genau. Dann lassen wir das Ganze doch mal so. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir jetzt hier die Wände machen. Die Wände. Machen wir es auch aus normalem Holz? Oder dass wir mal so eine richtige Holzhütte bauen quasi? Ich würde mal sagen, ja. Wir brauchen sowieso noch eine Menge Holz. Wir müssen also jetzt erstmal ein paar Bäume abfällen hier. Erstmal brauche ich hier mal ein bisschen Platz in meinem Inventar. Die Erde kann komplett weg. Cobblestone kann auch erstmal weg. Da haben wir hier noch ein bisschen. Ah ne, Fleisch drin. Gut, das Fleisch können wir auch direkt mal gebrauchen. Können wir daraus was machen? Hammelfleisch. Ein bisschen Mutter. Können wir hieraus was machen? Unsere geliebte Fleischklümpchen. Oh. Sieht aus wie direkt aus Doom importiert. Ja, geil. Ne, können wir nicht machen. Gut, dann stecken wir die einfach so direkt weg. Perfekt. Dann haben wir wieder ein bisschen gefüllten Magen. Damit arbeitet es sich gleich viel besser. Ja, genau, Holz, wir brauchen Holz, wir brauchen Holz, wir brauchen irgendwo brauchen wir Holz her. Die Frage ist, aus welchem Holz wollen wir die Seitenteile machen? Ich würde da schon gerne. Nee, helleres Holz auf jeden Fall nicht, wenn ein dunkleres Holz. Oder sowas hier. Bananenholz. Was bist du? Du bist Birkenholz. Nee, das Birkenholz ist mir schon wieder zu hell. Bananenholz wäre das schon eher. Vor allen Dingen Bananenbäume haben wir hier massig in der näheren Umgebung, sage ich jetzt mal. Oder das hier. Palmenholz. Ich glaube, wir bleiben doch erstmal beim normalen Holz, ne? Dann bleiben wir erstmal beim normalen Holz. Ich würde mal sagen, wir können mal hier oben den Hügel ein bisschen abtragen. Die Bäume da hinten. Denn hier würde ich gerne später auch noch was hinbauen. Von daher machen wir hier erstmal ein bisschen Action. Achso, wir brauchen Cobblestone. Beziehungsweise können wir auch hier noch ein paar Bäume abklatschen. Die Bäume hier zum Beispiel oder deren Baum hier vorne. Die können wir noch abklatschen.
Die haben wir hier vorne auch. Dann schaffen wir uns hier noch ein bisschen mehr Luft. Dann machen wir das mal. Cobblestone. Dankeschön. Du kannst weg, du kannst weg. Ich kann alles weg hier. Brauchen wir gerade alles nicht. Oh Gott, Stöcker schon. Aber der ganze andere Kladderadatsch kann weg. Taler. Okay, Leder brauchen wir auch kein. Können wir später vielleicht eine Lederrüstung mitmachen? Armor. Armor. Wir müssen sowieso mal eine richtige Höhle suchen. Wir brauchen Eisen. Verfickte Scheiße. Eisen, Eisen, Eisen. Äxte. Wir brauchen Äxte. Ein paar Äxte. So, 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 so. Dann mache ich mal eins. Eine haben wir ja schon. Zwei. Reicht das mal. So, dann geht's da an die Krake. Was hier für Gemüse in meinem Sichtfeld? Was ist mit dir los? Hä? Hast du wohl gesoffen oder was? Oh, ich sehe jetzt sogar direkt zwei Bäume nebeneinander. Auch sehr schnieke. So, siehst du, kann ich gleich noch mit ein bisschen Erde mitnehmen, um die entstandenen Löcher zu verfüllen. Da. Ja, alles für Bäume, sag mal. Ach komm, ich mach jetzt einfach mal mit der Shift-Taste. Einfach mir hier zu viel Holz in der Hütte. Ein Monster, ein Monster. Was? Er lebt noch? Nein! Gott, wie viel Holz ist denn hier bitte? Alter, wie viel, ich hätte gerade alles auf einen Fleck oder was? Holy shit! Was habe ich getan? Ich komme gerade vor, wie in so einem Dschungel hier. Äpfel. Die wollen wir auch noch? Ja. Er macht hier echt einfach alles direkt weg. Warum auch nicht? Sie ist krank, ist das? Sehr schön.
Holy shit, das hat ja lange genug gedauert hier. Jetzt habe ich eine richtige Lichtung drin. Wir können später noch ein paar vereinzelte Bäume wieder pflanzen, so gezielt. Aber erstmal haben wir hier ein bisschen mehr Luft zum Atmen. So, dann kommt der Baum hier vorne weg. Hier haben wir gleich zwei Bäume. Ah ne, das ist der Schutzpfeiler. Da haben wir gar keine mehr. Dankeschön. Geronimo, tot. Apropos tot. Sehr nice. Ja, die ganzen Blätter hier werden natürlich als alle noch da. Sehr schön. So, du kommst auch weg. Ja, so viele Zwiebeln hier auf einem Fleck ist doch abartig. Abartig ist das. Hier wieder manuell ein paar Blätter abklopfen. Easy. So. Der Baum, der kann da bleiben. Jetzt habe ich hier schon eine etwas bessere Aussicht. Da müssen wir noch einen Weg runterbauen. Wir haben aber noch kein Kies. Wird also noch ein bisschen schwieriger als gedacht. Da müssen wir erstmal gucken, wo wir Kies herbekommen. Wobei, kann man hier nicht irgendwie Kies auch aus Sand gewinnen oder war das andersrum, dass man Sand aus Kies gewinnen kann? Ja, komm hier. Hoch mit dir. Nice. So, und schwupps, haben wir echt wieder massig Blätter. Erklopft mal Brennmaterial für die Öfen, weil haben wir jetzt also echt wieder mehr als genug. Und Holz haben wir mittlerweile, naja, gerade mal ein Stack, das ist halt noch hart zu wenig. Ich nehme mal noch den Baum hier zum Beispiel weg. So dass der Hügel hier eine richtige Lichtung hat. Aua. Und da waren die Äpfel schon wieder weg.
Bei den Äpfeln ist echt so wie gewonnen, so Zorn ist ja hier. Okay, also der Baum hier kann auf jeden Fall noch weg. Machen wir hier noch die drei Bäume weg. Also den da und der da hier so hinten so ein bisschen, der da. Und sollte auch genug Holz haben. Sollte dann erstmal reichen. Müssen wir mal gucken, ob wir bei dem Haus denn die Eckpfeiler, da machen wir dann richtige, also richtige Holzblöcke, also so eine Baumstämme rein. Und die Wände, die machen wir dann halt einfach aus normalem Holz. Dann ist zwar, dann haben zwar die Wände und und der Fußboden das gleiche Material, aber ich hoffe mal, dadurch, dass die Eckpfeiler aus Baumstämmen bestehen, hat man da genug Abwechslung drin, dass das nicht zu scheiße aussieht. Jetzt brauche ich die ganze Zeit mit Shift ab. Ups. Yay, Äpfel. Uup, uup. Äpfel for life. Oh. So. Aha. Genau, so, jetzt kommt noch der Baum hier weg. Dafür reicht die Spitzhacke gar nicht mehr aus. Und die beiden Bäume hier, die drei Bäume, müssen wir mal gucken, ob wir die auch noch wegmachen. Oder eher nicht so. Ey, wir brauchen auf jeden Fall noch eine weitere Spitzhacke. Alter, wie viele Blätter. Holy shit. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Na komm, wir machen mal hier auch noch weg. Weil es so schön ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, da kommen wir nämlich auf dem Berg hier später irgendwie sowas, weiß nicht so. Ja, ob wir hier noch einen Leuchtturm hinbauen können, so wow, oder ein anderes kleines Gebäude, was wir dann mit unserem Haus verbinden können. Sowas wie so ein. Weiß nicht. Weil ich meine, der Berg ist ja schon ein bisschen schön hoch. Da kann man also irgendwas machen, wo man schon Aussicht hat. Also so ein Leuchtturm oder irgendwas anderes mit so einer Aussichtsplattform, wo man dann das gesamte Gebiet überschauen kann. Das wäre halt schon geil. Das wäre halt schon echt geil. Also einmal da und einmal da. So, jetzt sieht es wieder aus wie original. Easy. So, alles eingesammelt haben wir noch nicht. Jetzt sollten wir aber soweit alles eingesammelt haben. Jetzt sollten wir auch auf jeden Fall genug Holz haben. Für die nächsten 3 Minuten zumindest. Das passt dann schon ganz schön. Zwiebeln haben wir ja auch. Aber ich freue mich schon auf die, wenn wir dann unsere Felder machen. Also hier haben wir echt massig Gemüse zur Auswahl. Das ist ja schon echt nicht schlecht. So, weg, 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 weg. Wir brauchen Holz. Die Kiste hier ist langsam auch gerade überfüllt. Ne, die ganzen Blätter hier. Ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir hier. Wir haben ja mittlerweile ein paar Taler. Wisst ihr was? Wir gehen mal zum Spawn. Weil beim Spawn, da war ja, glaube ich, unten, da hat der. War da ein Laden? Ich weiß gerade gar nicht. Soweit ich weiß, hat das Hören einen Laden hingebaut oder irgendjemand anderes. Da bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht so sicher. Ist das ein langer Weg hier, ey. Das wird ja. Oh Gott.
Ich meine, wir können ja auch ganz ehrlich, bam. Yay, wir sind da. Was? Nice. Gibt's den Laden? Da oben war irgendwas. Da wurde der riesige verschissene Baum ist. Aber ich glaube, das ist nur ein Privatgebäude von demjenigen. Hier ist ja kein Laden. In der Nähe. Ach, guck mal, sie wollte da, glaube ich, was bauen. Oder er. Oder was auch immer. Neon Cat for life. For life, Diggi. Nö, hier ist gar nichts. Ach, guck mal, doch da. Sehr schön. Was gibt's denn hier so alles? Jawohl. Okay. Ich hatte zwar gehofft, hier gibt es auch. Oh. Oha. Ich hatte zwar gehofft, hier gibt es auch direkt Wolle zu kaufen, aber. Obwohl doch hier ist. Ist hier noch was? Nö, eher nicht so. Da können wir zumindest ein bisschen. Da braucht man Eisen für? Warum denn Eisen? Scheiße. Vor allen Dingen ein Eisen für ein Mais, Digga. Ein Eisen ist ungefähr so viel wert wie 20 Diamanten. Also zumindest auf dem Server hier. Also auf allen von meinen Servern. Weil Eisen super selten ist. Das ist ja. Holy shit. Da bräuchten wir erstmal Eisen. Scheiße. Schnauze. Ja, reiß mir. Jetzt bin ich wütend. Wo bist du? Du Monster. Du hast mir mein Eisen geklaut. Achso, siehst du, wir haben jetzt hier noch gar keinen Homepoint. Ja gut, das ist natürlich ja, müssen wir jetzt laufen. Das kann ja mal passieren. Ich meine, gut, so weit dürfte der Weg gar nicht sein. Bloß so 3 Kilometer. Ach, immer diese Leute, die die Stämme abbauen und die Bomben da oben lassen. Direkt alle oben bringen. Siehst du, da vorne ist nämlich schon das Pilzbiom und dahinter kommt dann ja gleich unser Haus. Ist also gar nicht so weit, wie man sich das vielleicht denken mag. Moosstein. Was ist denn los mit diesem Moos? Guck mal, hier haben wir sogar Felder. Sogar eine Rüstung. Okay, da hat wohl jemand sein Haus nicht geschützt. Alles, was, also, ne, ist eine lockt hier so ein, also so ein geschützter Rüstungsständer und diese geschützten Kisten, weil man die halt nicht abbauen kann. Und alles andere wurde abgebaut, weil derjenige sein Gebiet nicht geschützt hat. Dumm gelaufen. Da weiß wohl jemand nicht, wie das Internet funktioniert heutzutage. Interessant. Ich meine, wir können natürlich auch ein paar Pilze abbauen. Die Frage ist, kriegt man hier von Giftpilze oder so normale Esspilze? Wenn man das Zeug, dann hat man. Oh. Ach, man bekommt einen Pilzbaum-Setzling. Also Pilze gar keine. Wow. Das heißt, die Dinger sind wirklich nur Zierde. Was kriegt man von dir? Okay, das Ding gilt ganz normal als Holz. Ja. Man kann das Zeug sogar verbrennen. Also kriegt daraus sogar Kohle.
Ja, und sonst nichts anderes. Okay, das heißt, das bringt uns hier gar nichts. Von der Technik her quasi ganz normale Bäume. Nicht so wie bei Mindklon, wo man ja die Pilze dann essen kann. Das ist hier leider nicht der Fall. Schade eigentlich. Oh, dann ist es eine Höhle. Wollen wir da vielleicht mal reingehen? Habe ich schon eine Axt dabei? Nee, ne? Aber ich kann mir eine bauen. Dann gehen wir da hinten mal in die Höhle rein. Da brauche ich mal zwei Äxte. Wenn uns der Platz im Inventar ausgeht, schmeißen wir ein paar Blätter weg. Drauf geschissen. Weil ich sehe das zumindest schon mal Kohle. Vielleicht haben wir Glück und die Höhle geht ein bisschen weiter tief rein. Guck mal, hier kann man direkt runterschwimmen. Achso, vielleicht soll ich noch erstmal eine Axt bauen. Na, schon wird hier alles eng. Du kannst direkt mal weg. Du kannst auch mal weg. Ja. Wir haben jetzt natürlich auch keine Fackeln dabei. Tja, also Kohle gibt es hier schon mal, aber leider auch kein Eisen. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen Kohle, das heißt, ich kann jetzt ein paar Fackeln bauen. So. Und mit denen können wir dann hier zumindest schon mal ein bisschen die Mine ausleuchten. Oder die Höhle. Was? Eine schöne Fackel. Du Mörder. Oha. Ah, nee, wäre auch zu einfach gewesen, wenn hier direkt Kohle gewesen wäre, Eisen gewesen wäre. Das wäre definitiv zu einfach gewesen. Scheiße. Ich sehe schon wieder Kohle. Aber kein Eisen. Ach, Manu. Ich jetzt runterkrackeln? Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Vor allem, wenn wir so volle Taschen haben. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause. Versuchen wir jetzt da uns mal bei uns da irgendwo eine Höhle. Ach, komm, wo geht's mit dir? So. Tja, schade. Ich dachte, wir bekommen jetzt hier voll den Eisenvor doch den Eisenvorrat, aber dem ist leider nicht so. Schade. Jammer, jammer, schade. So, dann würde ich mal sagen, ja. Sieht man sich denn nächste Folge wieder, wenn es denn dann heißt, nach Hause gehen und dann sterben oder so. Keine Ahnung. Da ist ja, hat man ja viele Möglichkeiten. Hat man ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, von daher, bis dann.